Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Ah, wir kommen nicht rein. Weg da, weg da, aus dem Weg. Mist, Verfluchter, gibt es wirklich keinen Weg hinein? Das sieht nicht gut aus. Bada-Peng, läuft das Ding? Don Vendetti. Der Obermutz. Wer ist das? Das ist... Nein, das kann nicht. Wie ich erfahren habe, sind einige unter euch noch nicht mit mir vertraut. Ich war daher so frei, ein kleines Video für euch vorzubereiten. Bin ich nicht aufmerksam? Bada-Peng. Boah, seht genau hin, die Show beginnt gleich. Start hin! Yo-Kai Productions präsentiert... Alter, was kommt jetzt? Eine Legende kehrt zurück. Einst wurde er in der gesamten Yo-Kai World gefürchtet. Nur hinter vorgehaltener Hand munkelte man seinen Namen. Der Boss aller Bosse! Don Vendetti! Bada-Peng! Don Vendetti ist zurück. Meister Enma? Ich bin der einzig wahre Herrscher über die gesamte Yo-Kai World! Selbstverständlich, Eure Exzellenz. Aber vor 555 Jahren geschah ein Unglück. Don Vendetti ist hiermit aus der Yo-Kai World verbannt. Ins Exil. In die hinterste Ecke des Universums. Nein! Das werdet ihr mir büßen! Nun, normalerweise wäre dies das Ende der Geschichte. Aber aus Verzweiflung und Bosheit gelang ihm die Rückkehr. Rätsel 1. Unheimliche Begegnung der UFO-Art. Das ist... Rätsel 2. UFO-Entführung. Endlich kann ich meine Rache nehmen! Rätsel 3, die Macht des UFO-Steins. Solange ich dieses UFO habe und dieses Juwel, werden all meine Träume unangefochten zur Realität. Niemand kann mich aufhalten. Habe ich recht oder habe ich recht? Nach 555 Jahren kehrt er mit einer neuen Macht zurück. Die Yo-Kai World wird wieder vor mir zittern. Die Rache ist mein. Mit dieser neuen Macht werde ich die Yo-Kai World neu erschaffen. Mein Name ist Don Vendetti. Vergesst ihn bloß nicht. Kapitel 10. Den Yo-Kai-Traum verfolgen. Erstmal chillige Yo-Kai-Watch Blasters Mucke. Dass er die ganze Zeit hinter diesem UFO steckte. Dieser Don Vendetti wirklich so mächtig? Absolut. Er zählt zu den schlimmsten Schurken der Yo-Kai World. Und die Yo-Kai World existiert seit langer, langer Zeit. Ja, der Meister Enma von vor 555 Jahren hatte keine Wahl. Er verbannte ihn. Ist er wirklich so gefährlich? Ja. Er hat in seinem Exil die Kontrolle über dein UFO übernommen. Was denkst du also? Er ist so beeindruckend. Habt ihr gesehen, wie er dieses Gebäude vergrößert hat? Ja, es ist, wie er es gesagt hat. Er hat die Macht, Träume zu verwirklichen. Und es scheint so, als würde der UFO-Stein seine Macht noch verstärken.
was auch erklären würde, warum er einen solchen Turm einfach so erschaffen kann. Was ist bloß der Plan dieses teuflischen Tyrannen? Was genau hat er gemeint mit die Yokai World neu erschaffen? Wir, die Yokai-Helden, haben jede seiner Bewegungen beobachtet, aber letzten Endes haben wir sein Vorhaben auch nicht erkannt. Nun, was passiert ist, ist passiert. Viel wichtiger ist, ihn aufzuhalten. So wie es derzeit aussieht, haben wir nur eine Option. Genau, wir müssen in den riesigen Turm gelangen, den das UFO erschaffen hat. Verstanden. Guter Plan! Wir Blasters helfen euch dabei! Das ist nicht gut. Meinst du das ernst? Unseren Informationen zufolge ist der gesamte Turm von einer robusten Barriere umgeben. Haha, verstehe. Eine Barriere, sagst du. Überlass das mir. Ich habe da eine Idee, wie man sie zerstören könnte. Mir gefällt seine Zuverlässigkeit, wie man es von dem Genie Steve Jobs erwartet. Woran denkst du? In der Tat. Erst muss ich zurück zur Joppel GmbH und mit Mark reden. Ja. Du, wir bleiben so lange hier und warten. Warum müssen wir jetzt gehen? Aber ey, der Part hat richtig toll begonnen. Das hat's ein bisschen aufgewertet. Ich will nicht wissen, wie viele Zuschauer abgeschaltet haben nach den letzten leider langweiligen Parts, in denen wir immer nur Butterpanks besiegt haben. Wenn der Dio sieht. Und ja. Also. Immerhin erfreulich, ne? Dass das Let's Play nochmal Fahrt aufnimmt, nicht wahr? Okay, ab zum Joppel-Store. Flederlein! Wir sollten nun zurück zu Joppel. Ich will mit Mark sprechen. Wollt ihr in meine Limousine fahren? Ich bin auf dem Weg zu Joppel. Machen wir so. In dem Fall, los geht's. Gut. Mark Zuckerberg, sind Sie da? Wie durchbrechen wir die Barriere? Wie machen wir ihre Existenz total irrelevant? Wenn wir sofort ein Mittel gegen die finden. Hallo? Mark, auf ein Wort. Hey. Ich weiß schon ganz genau, was du mich fragen willst, Steve. Ihr sucht nach einem Weg, um in diesen riesigen Turm zu gelangen, nicht? Durchaus. Du bist wie immer bestens informiert. Dann lass mich zur Sache kommen. Yeah. Ihre Genialität erstaunt mich immer wieder. Sie brauchen wirklich nicht viele Worte, um einander zu verstehen. Du möchtest wohl von mir wissen, ob du es verwenden kannst. Es? In der Tat. In der Tat. Es ist das Einzige, das uns helfen kann. Ja. Was zum Himmel ist es? Aber Steve, gibt es da nicht, du weißt schon, ein kleines Problem? Ja. Es könnte zum Problem werden, wenn wir das mit dem... Machst du Witze? Reden wir noch vom selben? Ja, wenn wir es benutzen, sollte es dafür sorgen, dass es... Ach du heiliger Bimbam! Könnt ihr endlich mit diesem S aufhören und normal reden? Durchaus. Oh, entschuldige, aber so reden wir für gewöhnlich miteinander. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann seht ihr es euch am besten selbst an. Was meinst du damit? Wollen wir zum Aquarium gehen? Wollen wir zum Aquarium gehen? Let's go, Pikachu. Let's go, Zuckerberg. Ja, ja, yes. Und hier... Kann ich doch mal speichern? Tut ja nicht weh. Kostet ja nix. Machen wir glatt. Hat aber lang gedauert. Nur weil es ein neues Kapitel ist. Von den Leveln und so hat sich ja nicht viel getan. So, ja, ja, ja. Sind alle hier? Okay, gut. Also, bedeutet das, dass es das ist, was ich glaube? Der Hai. Hey Leute, lange nicht gesehen. Hyborg, wie geht's denn? Ja. Also dieses S, von dem ihr ständig gesprochen habt, ist Hyborg? In der Tat. Genau, mit seinem Bohrer sollte er es schaffen, die Barriere zu durchdringen. Boah, im Ernst? Darauf kannst du einlassen. Mit dem Ding komme ich durch alle Materialien. Ich kann's nicht fassen, unglaublich. Mac ist auch noch da. Ja, oder? Nur, es gibt da ein Problem.
Und zwar welches? Nun, es ist nur ein einziges Problem, aber dafür ein großes. Genau, es ist nur einfach so, dass ich mich nur unter Wasser bewegen kann. Was? Nur unter Wasser? Echt jetzt? Wie überraschend. Nun, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, aber er ist ein Fisch. Das ist eigentlich eher ein Roboter. Wäre es möglich, ihn im Wasser zu transportieren? Das würde zu lange dauern, wir müssen das anders schaffen. Nehmt eine Rakete! Wenn ihr Haibok mit einem Raketenantrieb hinschießt, sollte es gehen. Und dann wird er da elendig sterben. Das sagt sich leicht, aber die Joppel GmbH hat keine Raketenwissenschaftler. Okay, vielleicht habt ihr keinen hier. Aber wir können euch einen bringen, denn ganz zufällig kenne ich einen. Soll was tun? Denkst du etwa an Doc Hase? Okay. Ich gehe ihn suchen und bitte ihn um Hilfe. Verstehe. Nun, es wäre ein Versuch wert. Gut, dann soll ich mal schnell zurück nach Linzhausen und hole ihn. Wenn sich Erika darum kümmert, dann wird es sicher alles glatt laufen. Erika, wir verlassen uns auf dich. Aha. Ich darf den lieben langen Weg jetzt gehen, ne? Obwohl, ich muss ja nur zum Portal Lex und der Rest ist halb so schlimm. Ja, aber Moment, wo finde ich Doc Hase? Es ist ja wirklich, das ist ja so lang her mit Doc Hase. Das war ja Anfang des Let's Plays, irgendwann im November, ne, Moment, Dezember kam es erst. Im Dezember, das ist ja so 2018, die ganze Story von Doc Hase. Es gibt Probleme? Was sind denn für Probleme? Okay. Naja, wir werden bestimmt navigiert. Schön, wieder hier zu sein. Geh mal los, Serpion. Besuchen wir den Doc nochmal. Gehen wir erst zum Fortuna-Krankenhaus. Vielleicht liegt er dort noch immer. Ach so, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dafür, dass halt ein Vierteljahr vergangen ist, auch im Real Life, für uns meine ich jetzt, dachte ich mir, für die sind halt auch einige Monate vergangen und er sah jetzt nicht so aus, als müsste er, keine Ahnung, jahrelang da bettlägerig behandelt werden. Krankenhäuser, die brauchen auch ihre Zimmer. Gerade die haben ja nur drei. Ohne Flachs. Viel mehr ist das nicht. Vielleicht finden die da gar keinen. Und dann heißt es, ja, versuch's mal da und da und da und da. Aber legitimer Versuch. Nice try, Erika. Fortuna Krankenhaus. Let's check it out. Check it out now. Sieht leer aus, oder? Hallo. Entschuldigung, Doc Hase, es gibt etwas, was wir Sie gerne fragen würden. Okay, Sie sind nicht hier. Oh mein Gott, der Doc ist weg. Soll was tun? Sein Bett sieht frisch gemacht aus. Was geht hier vor? Was mache ich bloß? Ich habe so groß davon gesprochen, dass ich ihn mitbringe. Soll ich jetzt zurückgehen und sagen, ups, geht wohl leider doch nicht. Vergiss es, wir müssen uns umhören. Vielleicht hat jemand Infos über den Doc. Okay. Du hast recht, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob jemand eine Ahnung hat, wo der Doc ist. Am besten starten wir bei der Krankenhausrezeption. Das Bett ist frisch gemacht. Oh mein Gott! Hallo, junge Dame. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo. Es geht um Doc Hase in Zimmer 201. Okay. Ah ja, er wurde gestern entlassen, glaube ich. Bitte. Was? Er entlassen? Ja? Soll was tun? Bedeutet das, dass der Doc schon in die USA zurückgekehrt ist? Okay. Nein, er wollte offenbar noch eine Weile in Linzhausen bleiben. Echt? Oh mein Gott, gerade noch gerettet. Es ist doch egal, ob der in Linzhausen oder in den USA ist. Wir können doch überall hin. Wissen Sie zufällig, wo ich Doc Hase finden könnte? An welche Orte er wahrscheinlich geht, wo er sich gern aufhält? Oh. Mal nachdenken, wo der Doc hingehen könnte. Ah, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ah, haben Sie eine Idee? Okay. Während seines Aufenthalts hat Doc Hase oft um Erlaubnis rauszugehen gebeten. Sorry für den Satzdreher.
Meistens wollte er zum Kalebassenteichmuseum in Schwalbing. Vielleicht findest du ihn dort. Danke. Im Kalebassenteichmuseum? Vielen, vielen Dank. Erika, wir müssen zum Kalebassenteichmuseum. Museum? Oh Gott. Das ist alles so gehypt. Aber als sie gesagt hat, die kennt er einen, dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht an Doc Hase gedacht. Sondern an, Trommelwirbel, an den Schlauberger. Und der steckt ja im Kalebassenteichmuseum. Und nachdem er das mit der Rakete beobachten konnte, ich bin mir sicher, macht er da mit dem gemeinsame Sache. Gibt's doch noch ein Happy End mit Usapion? Usapion kommt mir jetzt schon seit einigen Parts wie das dritte Rad am Wagen vor. Oder das fünfte Rad. Ja. Dass seine Story da noch ein Happy End nimmt, das wäre wünschenswert. Aber ich soll hochgehen. Warum? Ich krieg leider direkt navigiert, wo er ist. Eigentlich ist mir sogar lieber, als zu suchen. Was? Stimmt. Was denn? Erika, den Typen kenne ich, den habe ich schon beim Doc gesehen. Ach ja, sie sind doch der Kerl, der Doc Hase damals besucht hat. Huh? Hä, woher weißt du vom Doc? Hey, wissen Sie, wo der Doc ist? Bitte, wir müssen unbedingt mit dem Doc reden. Stimmt. Nun, ich hatte vor, mit ihm in die USA zurückzukehren, aber er meinte, er müsse erst den Ort besuchen, der seine Laune gehoben hat. Dann ist er weggegangen, ich weiß aber nicht wohin. Was, wenn? Den Ort, der seine Laune gehoben hat, das müsste doch... Das muss der Waldberg sein. Du hast absolut recht, zweifelsohne. Mit wem sprichst du eigentlich? Mit niemandem. Machen Sie sich keine Gedanken und danke vielmals. Los, Erika, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell auf dem Waldberg. Los, ja, dann mal los rüber zum Waldberg. Was ist bloß mit dem Mädchen los? Allein der Gesichtsausdruck sagt ja vieles aus. Was ist das? Guck dir das mal an. Der Helm sieht aus wie Usapion. Okay. Ja, die Schnitzel... Ja, habe ich ein Stechen in der Brust gehabt gerade. Live Herzinfarkt im Let's Play Part. Nein, war irgend so ein Muskel. Ah, Hilfe. So. Hier. Das war auch auf der rechten Seite. Was heute alles passiert, ne? Das ist ja unglaublich. Was tut man nicht alles für ein Like? So. Waldbergschrein. Ne, Moment, das ist ja nicht der Schrein. Wir wollen ja gar nicht zum Schrein. Das war woanders. Oh, ich komme niemals da hoch, oder? Ich habe da gar keinen... Warum? So. Ja, weiß auch nicht. Oh, Mann. Es ist zwar der Waldberg, aber die andere Richtung. Wahrscheinlich halt da, wo die Rakete startete. Das hat ihm Hoffnung gegeben. Das hat ihm Mut gemacht. Ich hoffe nicht, dass wir 8 Millionen Yokai auf dem Weg treffen werden. Und besiegen müssen. Wisst ihr, was ich in dem Spiel eigentlich aktuell so ein bisschen vermisse? Wir haben uns ja mit Freddy auseinandersetzen müssen. Der wollte ja den Roboter und wir haben es quasi für die Mutter gebastelt und sowas. Ist in Ordnung. Aber dass wir uns nicht weiter mit Kati und Freddy und Bear beschäftigen, das irritiert mich, weil die waren ja auch im Intro zu sehen. Ich dachte mir halt schon, dass Erika die auch kennenlernt, alle. Auf ihre Art und Weise. Also was ich damit sagen will, dass sie die auch kennenlernt und ja, die sich halt denken, nicht wie Nathan, boah, ist der cool, sondern Alter, was ist mit der los? Davon sieht man bislang halt nichts. Das mit Freddy lasse ich nicht mal zählen, was das angeht. Guck mal, da waren ja sogar Felsen, die könnte ich ja wegbohren. Ist auf unserem Bildschirm betrachte ganz links. So, fast da, Freunde. Entschuldigt die Lauferei. Ja, dabei hätte ich hier den Portalex aktivieren können. Den habe ich halt nur viel später erst bekommen, ne? So, Herr Hase. Haben wir sie. Hallo. Duck Hase.
Oh, ihr seid es. Was macht ihr denn hier? Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten, einen großen Gefallen. Sie müssen unbedingt mit mir kommen und ein paar Menschen helfen. Okay, nicht wirklich Menschen, aber das ist auch nicht wichtig. Doc, bitte, du musst uns dringend helfen. Wenn nicht, sitzt die Yokai World wirklich in der Patsche. Aber du kannst mich ja nicht hören, oder? Gut, Usapion weiß ja nicht, dass Doc Hase ihn doch sehen und hören kann. Ihr bittet mich also um Hilfe, um Chibis Welt zu retten? Soll was tun? Doc? Du kannst mich sehen? Absolut, schon seit ihr mir die Rakete gezeigt habt. Es tut mir leid, dass ich nie etwas gesagt habe. Ja, ich schon gut. Du hast sicher deine Gründe. Aber ich muss dir dringend etwas sagen. Vielen lieben Dank. Danke für so vieles. Für alles. Chibi. Jetzt umarmt euch doch endlich, ihr beiden. Es ist doch das Happy End, auf das ich gehofft hatte. Na prima. Also Doc, ich frag nochmal. Leist du uns deine Fähigkeiten? Richtig, dieses weltenbedrohende Ding. Doc, wir brauchen unbedingt ihr Wissen über Raketen und zwar genau jetzt. Du musst mir erst die Lage erklären, anders kann ich euch nicht helfen. Ja, ja, sicher. Ich erkläre Ihnen alles auf dem Weg zu rund um die Uhr. Da muss ich jetzt trotzdem hin. Na, ich habe ja Portalex. Er ist dabei. Da sind wir dabei. Es geht nicht, weil ich ihn dabei habe. Hätte er sein können. Es sind halt noch relativ wenig Portalex hier in der Gegend. Die haben wir halt auch in Lenzhausen erst freigeschaltet, also im großen Stile, erst freigeschaltet. Als, was mache ich denn hier? Kurz bevor sich das alles zusammenfügte. Die Erika und die Nathan-Story. Ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Wir sind ja auch schon da. Komm mal mit, Doc. Raketenfachmann. Nimm Schlauberger noch mit. Du Schlauberger. Brat mir doch einer an Storch, dass so eine Welt existiert. Da kommen die Verrückten an. Wir haben auf euch gewartet. Ist das also der Raketenspezialist? Er ist die Choreophäe schlechthin auf seinem Gebiet. Der einzig wahre Doc Hase. Ja. Hallo. Hey. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Ich bin Mark Zuckerberg. Und ich bin Steve Jaws. Willkommen. Dann ist jetzt wohl jeder hier, den wir brauchen. Dann lass uns alle in den Sitzungssaal gehen und uns dort besprechen. Na, prima. Für den Fall der Fälle speichere ich auch mal ab. Ich weiß ja nicht, ob was Gravierendes passiert oder wie sich das äußert. Was das angeht, ist das Spiel oftmals eine Wundertüte. Dann lass uns mal schnell die Welt retten. Erika steuernd. Garotron folgt uns übrigens, ne? Aber ich denke mal, das haben die meisten erkannt. Ja. In Ordnung, dann kommen wir mal zur Sache. Wer hätte je gedacht, dass wir mal eine solche Besprechung erleben. Mensch und Yokai arbeiten Hand in Hand. Ein historischer Moment. Wer pennt da? Chibanyan. Durchaus. Eine Co-Produktion von Menschen und Yokai. Aber davon abgesehen sind wir nur drei Techniker mit einem gemeinsamen Ziel. Nicht wahr? Ja. Genau, im Grunde sind wir uns sehr ähnlich. In der Tat. Sieht's aus? Egal, fangen wir an. Hallo. Unser Ziel ist an sich klar. Wir müssen Haibok eine Möglichkeit bieten, sich an Land fortzubewegen. Ohne seinen Bohrer können wir die Barriere nicht zerstören. Und am wahrscheinlichsten zerbricht sie, wenn er direkt drauf aufschlägt. Ihm Beine zu montieren wäre Nonsens. Er muss richtig geschleudert werden.
Also kurz gesagt, ihr braucht einen Raketenantrieb. In der Tat. Exakt. Gut zu wissen, dass du so schnell verstehst. Aha. Er sollte im Idealfall so angebracht werden, dass sein Körper heil bleibt. Genau. Verstehe, okay, dann weiß ich jetzt wohl alles Nötige. Aha. Werden Sie uns also helfen, Doc? Ja. Natürlich, es sollte mir keine Probleme bereiten. Oh. Gut, dann beginnen wir mit unseren Vorbereitungen. Die Stimmen sind sich ein bisschen ähnlich, das bitte ich zu verzeihen. Wow! Bei diesen Genies klingt es aber so einfach. Jibanyan. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Los, mach schnell diese Rakete fertig. Mir geht's ganz ähnlich wie dir, aber für uns gibt es hier wohl nichts zu tun. Jetzt werden sie sagen, doch, holt das und das Materialien. Stuff-Zeugs. Hallo. Belasst uns dieses Projekt. Geht ihr schon mal vor nach New York City? Okay. Am besten geht ihr zum Joppel Store. Ich werde den Angestellten dort sagen, dass ihr auf dem Weg dorthin seid. Genau. Alles klar, wir lassen euch diese High-Abschlussapparatur machen. Okay, okay, okay. Die beratschlagen sich noch. Wetten, wenn ich jetzt da bin, geht's direkt rund. Was sollen wir da noch groß warten? Ich frag mich halt eher, was das Ganze soll mit dieser Barriere. Das war nur, um irgendwie Doc Hasan dann zu holen, oder? Whisper! Den fiel nichts Besseres ein. Aber ich find's gut. Das ist halt auch der Punkt. Ich find's halt trotzdem gut, ne? Ja, auch hier gönne ich mir nochmal ein bisschen speichern, damit ich im nächsten Part das im großen Stile mache und erledige. Wir gucken nochmal ganz kurz rein, was sich da so ergibt, aber ansonsten seid schon mal gewarnt, dass der Part so langsam sich dem Ende zuneigt. Wir wollen also auf keinen Fall den nächsten Part verpassen, nicht wahr? Aha. Hallo, der Firmenchef hat uns mitgeteilt, dass ihr unterwegs seid. Wenn ihr einen Augenblick hier warten würdet... Claro! Ich frage mich, wie lange der Umbau dauern wird. Ja. Nun, sie montieren ihm eine Rakete. Das wird also eine Zeit dauern. Aber haben wir echt so viel Zeit? Was, wenn die Ventiosi wieder auftauchen? Es geht doch nicht anders. Da ist eine Barriere, die kriegst du anders nicht kaputt. Ja, wenn du wüssten, was dieser Don Vendetti vor sich hat. Don Vendetti. Er heißt Don Vendetti, nicht Don Vendeppi. Ja. Aber im Moment können wir wohl nichts anderes tun, als uns zu entspannen. Mach das, denn danach dürft ihr wieder ranklotzen. Hallo. Entschuldigt das lange Warten. Was? Was, ihr seid schon fertig? Soll was tun? Das war viel zu schnell. Hey. Tja, Zeit ist kostbar, ganz besonders in der Welt der Technik. Hä? Also, wo ist Cyborg? Habt ihr ihn vergessen? Der kommt angeschossen. Keine Sorge, er wird jeden Moment hier sein. Wartet einfach ab. Hi! 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 Wie findet ihr mich? Ab heute bin ich Cyborg Air. Was haltet ihr von meiner Raketenverbesserung? Ziemlich cool, oder? Ich dachte, er wird an irgendeinem Punkt abgeschossen und landet genau auf der Barriere. Aber so ist natürlich stylisch. Aber sowas von... Ja, hübsch! Ja, jetzt kann er sich gut bewegen. In der Tat. Bei den Talenten, die hier mitgewirkt haben, war der Erfolg ja vorprogrammiert. Ja, ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Ja. Dank dieser Zusammenarbeit konnte ich etwas Großartiges erschaffen. Und ohne deine Hilfe wäre das nicht passiert, Chibi. Doc, besten Dank. Okay, Zeit für den Start. Zerschmetter die Barriere in witzig kleine Einzelteile. Ich kann's kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich muss gestehen, ich habe so meine Zweifel an diesem Unterfangen. Was macht ihr denn Sorgen? Vergiss nicht, wer vor dir steht. Mein Name ist Cyborg Air und mein Bohrer durchdringt einfach alles. Felsblöcke, Diamanten, echt harte Süßigkeiten. Also, wenn du meinst. Sagt es mir einfach, wenn es losgehen kann.
stürme den Vendetti Tower. Alles klar, ja, dann machen wir das genau hier im nächsten Part weiter. Aha, wisst ihr Bescheid. Und ist der Daumen oben, werd ich euch loben. Gut gemacht. Also bis dann und ciao.